Sananda hat schon zwei Bestseller geschrieben. Die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen und Schockierende Enthüllungen. Erhältlich als Buch und auch als Hörbuch. Gerade ist sein drittes Buch erschienen mit dem Titel Durch die Dunkelheit zurück ins Licht. Es gibt auch jede Menge DVDs von ihm. Zu bestellen in jeder Buchhandlung oder beim Welt im Wandel Verlag. Mehr dazu auf der Webseite von Sananda www.geistheiler-sananda.net. Zu deinem neuen Buch. Der Titel des Buches lautet Durch die Dunkelheit zurück ins Licht. Ist die Materie das Dunkle oder die Erde? Und wie genau können wir diese Dunkelheit hinter uns lassen? Und wie kommen wir aus diesem Kreislauf Reinkarnation wieder heraus? Ich setze voraus, dass unsere Zuschauer an Reinkarnation glauben. Und Sananda, ist es ein Geschenk oder eine Strafe, immer wieder als Mensch geboren zu werden? Wir haben gerade Besuch bekommen von einem Lichtwesen. Ich habe jetzt die Frage gar nicht zugehört, weil ich habe gerade gedanklich kommuniziert und habe mich bedankt, weil ich um Unterstützung gebeten habe. Bei meinem letzten Interview waren ein paar böse Wesen da. Mhm. Und jetzt ist ein schönes, lichtvolles Wesen da. Wie war jetzt nochmal die Frage? Um die Reinkarnation. Also wie? Nur die letzten zwei Sätze noch von der Frage. Genau, oder wie kommen wir aus diesem Kreislauf der Reinkarnation wieder heraus? Und wie gesagt, ich setze natürlich voraus, dass die Zuschauer an die Reinkarnation glauben natürlich. Und ist die Reinkarnation ein Geschenk? Ist es eine Strafe? Wie müssen wir das sehen? Ja, also vorneweg, das Leben ist ein Geschenk Gottes. Mhm. Und im Gottes Namen nie eine Strafe. Auch wenn die Menschen das manchmal so empfinden, wenn sie ein schweres Leben haben. Aber je schwerer das Leben ist, desto näher sind sie bei Gott. Und je schwerer sie ihr Leben meistern müssen, desto näher sind sie am Ausgang. Die Menschen, die keinerlei Probleme haben, denen es super gut geht, die im Geld schwimmen, die gesundheitlich fit sind, die will Gott nicht. Die sind nur ganz weit weg von Gott. Und je mehr Prüfungen wir haben, je mehr Hindernisse, Herausforderungen wir haben, desto näher sind wir am Ausgang. Die Reinkarnation ist eine Chance für die Menschen, Fehler aus der Vergangenheit zu revidieren und Energien, die ihn belasten, loszuwerden. Er lebt quasi diese Energien ab, von Leben zu Leben. Und zwar so lange, bis er diese alten negativen Energien losgelassen hat. So lange wird er immer wieder inkarnieren. Und die sogenannte Lebensaufgabe oder Seelenplan, der sieht eigentlich nur vor, die negativen Energien abzustreifen, negative Denkungsweisen abzustreifen und zu erblühen im göttlichen Lichte, indem man zu einem göttlichen Menschen wird. Deswegen ist Reinkarnation eine Chance für jeden Menschen und jeder Mensch sollte auch sein Leben achten. Also ein Geschenk und keine Strafe. Ja. Und wie man da rauskommt, hast du noch gefragt. Ja. Aus diesem Kreislauf. Ja, die Reinkarnation, das Rad der Wiedergeburt werden ja von vielen spirituellen, esoterischen Menschen auch so als Muss und Gefangenschaft und so weiter deklariert. Es stimmt nicht, sondern es ist, wie gesagt, eine Chance. Und es gibt in der höheren geistigen Welt keine Zeit. Deswegen spielt es keine Rolle, ob ich jetzt 100 Leben brauche oder 1000 Leben brauche, um eine Aufgabe zu meistern, hier auf der Erde. Jeder bekommt so viel Zeit, wie er braucht und entscheidet letztendlich selber, wie schwer seine zukünftige Aufgabe im nächsten Leben wird. Und wenn einer sagt, ich möchte jetzt einfach mal das beenden, dann kriegt er eine ganz brutal schwere Aufgabe im nächsten Leben. Und wir sind ja alle Herr unseres eigenen Schicksals letztendlich. Das wissen wir noch nicht mehr. Ja. Vielleicht, Sananda, zum Thema Erwachen. Immer mehr Aufklärer berichten davon, dass immer mehr Menschen aufwachen würden. Siehst du das auch so? Nein, leider nicht. Die momentan erwachen, sind alles Grundschüler im Vergleich zu den Abiturienten.
Das heißt, momentan findet dieses Wissenserwachen statt, aber auch noch im kleinen Bereich. Das heißt, lass es 5 Millionen sein oder 10 Millionen in Europa, die vielleicht am Erwachen sind, um zu merken, dass sie verarscht werden von ihren Regierungen, von der Pharmaindustrie, von ihrem Hausarzt, von ihrem Banker und so weiter. Sie realisieren, dass wir Gift in der Nahrung haben, Gift im Wasser haben, dass Medikamente tödlich sind, giftig sind und nur dazu dienen, uns unten zu halten. Das erkennen jetzt immer mehr. Viele erkennen auch, dass man Tiere nicht töten sollte und essen sollte, aber immer noch ein ganz kleiner Bereich, viel zu wenig. Und das, was so erwacht, das ist ähnlich wie mit der Französischen Revolution, als dann die Horden gemerkt haben, die verarschen uns, die machen wir jetzt platt, die henken wir und haben dann eine neue Regierung eingesetzt und 10 Jahre später war alles wieder beim Alten. Das tatsächliche Erwachen, was ich meine, das ist das göttliche Erwachen, das hat noch nicht stattgefunden, weil diejenigen, die da draußen erwachen, die glauben deswegen nicht mehr an Gott oder an eine spirituelle Welt oder an ein Leben nach dem Tod oder an Geister oder an Reptiloiden. Nein, da glauben die nicht dran. Die glauben nur, dass der Politiker sowieso sie anlügt und dass die Politiker böse sind und die üblichen Verdächtigen. Aber das ist jetzt nicht das Erwachen, von dem ich rede. Also das ist ein anderes Erwachen. Das ist ein Erwachen der Grundschüler. Ich möchte, dass die Abiturienten und die Professoren erwachen. Zu einem anderen Thema, zueinander, und zwar zur Kugelerde. Was ist die Erde eigentlich und welche Form hat sie und was umgibt uns? Kannst du uns etwas dazu sagen zu diesem Thema? Ja, da habe ich in meinem Buch einiges darüber geschrieben, sehr ausführlich sogar. Die Erde ist auf jeden Fall keine Kugel. Also das musst du dir mal abschminken, falls du noch dran glaubst. Die Erde ist keine Kugel. Sie dreht sich weder um sich selber, noch um irgendwelche andere Planeten, noch ist sie rund. Also die Erde ist flach, mit nach unten, natürlich noch ein Raum für die innere Erde. Und natürlich nach oben die Berge und Seen und Täler. Aber sie ist quasi ein rundes Subjekt, das man als Scheibe bezeichnen kann. Mit einer Kuppel drauf, die ungefähr 4.000 bis 6.000 Kilometer hoch ist. Genau gemessen hat es noch keiner. Meine Hinterfragung ergab mal 5.000 Kilometer hoch. Und die ISS zum Beispiel ist ja in 400 Kilometer Höhe. Und die Kuppel ist bei 5.000 Kilometer Höhe. Also da ist noch Luft nach oben, ohne Ende. Und das ist eigentlich die entscheidende Frage für alle, die aufwachen wollen. Also jemand, der noch an die Kugelerde glaubt, der ist noch nicht aufgewacht. Und jemand, der in seinen Symboliken runde Kugeln hat oder auf seiner Webseite oder auf Videos, Vorsicht vor diesen Menschen, die sind noch nicht erwacht. Oder sie haben eine Aufgabe der Irreführung und der Täuschung. Eins von beiden. Entweder sie sind strohdumm, noch nicht erwacht, oder sie müssen irritieren und manipulieren. Also die Beweise, die offensichtlichen Beweise für eine flache Erde sind zu groß, als dass man die noch verneinen könnte. Und letztendlich sind die ganzen Planeten Projektionen. Das heißt, diese Planeten gibt's, aber jetzt nicht genau so, wie wir sie sehen. Das sind Projektionen, wie wenn man durch so ein 10 cm Glas schaut und sieht am anderen Ende, da ist was. In Wirklichkeit ist es aber viel weiter weg oder ganz woanders. Das heißt, es ist quasi so etwas wie eine optische Täuschung, wie ein Hologramm. Also die sind schon da im Firmament und die Kuppel, dreht sich ja auch. Der Polarstern bleibt immer gleich fest, immer oben in der Mitte. Der Nordpol ist quasi in der Mitte der Scheibe und der Polarstern ist immer gleich. Und das, die anderen, die Sterne, die drehen sich quasi um die Scheibe, um die Scheibe herum, dass wir eben in Australien andere Sterne sehen wie in USA und so weiter. Und die Sonne und der Mond sind auch Projektionen, sind auch Scheiben, die sich quasi auch drehen.
Und durch die optischen Täuschungen sieht es eben aus, als würde es Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge geben. Mhm. In Wirklichkeit dreht sich die Sonne nur im größeren Bogen wieder von uns weg und geht eben an andere Orte. Da findet man schon dementsprechende Hinweise im Internet, wenn man sich darum bemüht. Ich kann nur von meiner Seite aus sagen, die Erde ist keine Kugel und sie dreht sich nicht. Und niemand dreht sich um irgendjemanden hier in diesem Universum. Und was außerhalb der Kuppel ist, das ist ein Geheimnis. Nach meinen Informationen ist dort Wasser. Aber letztendlich kann ich es nicht beweisen. Ja. Okay. Aber mehr möchte ich jetzt zur Erde nicht mehr sagen. Ein relativ aktuelles Thema natürlich. Sananda, warum wird weltweit über eine Klimakrise debattiert, wo doch jeder herausfinden könnte, dass es so gar nicht sein kann? Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der CO2-Anteil in der Luft so minimal ist, dass der Mensch gar nicht eingreifen kann, gar nichts verändern kann. Selbst wenn es keine Autos mehr geben würde, auf der Welt würde das am Klima nichts ändern. Warum werden uns Menschen offensichtlich Lügen aufgetischt, die zudem noch leicht zu durchschauen sind? Und was steckt hinter dieser offensichtlich gefakten Klimaschutzdebatte? Ja, da steckt ein neuer Krieg, der angezettelt wird zwischen Kindern und Erwachsenen, zwischen Jugendlichen und Älteren, zwischen Jungen und Alten. Sie benutzen die Jugendlichen und die Kinder als Waffe gegen uns. Es sind Waffen, die Kinder. Die werden aufgehetzt gegen uns. Weil Thunberg haben, zum Beispiel. Hä? Die Thunberg. Ja, ja, die Greta Thunberg ist ein Reptiloid, ein sogar ein Archont. Also ein ganz übles Wesen steckt da drin in diesem Mädchen. Und es gibt keine menschengemachte Klimaerwärmung. Punkt. Gibt's nicht. Da gibt's wissenschaftliche Studien sogar drüber, dass es das nicht gibt. Es gab irgendwann mal eine Eiszeit, vor 5000 Jahren, eine kleine Eiszeit, die ist jetzt am Abflauen. Was wir erleben, ist eine ganz normale Reaktion der Welt. Ganz normal. Und die Temperaturabweichungen nach unten sind so minimal, dass sie, glaube 0,4 Grad in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren hat die Erderwärmung zugenommen. Manche behaupten sogar, sie hat abgenommen, also es wird noch kälter wieder. Also es gibt keine menschengemachte Klimaerwärmung. Es gibt einfach einen normalen Prozess, der stattfindet. Veränderungen, die stattfinden. Und die kann ein Mensch nicht aufhalten. Totaler Blödsinn. Kein Mensch kann Klima verändern. Was die Dunklen machen, ist das Wetter verändern und das Wetter manipulieren. Die schicken jetzt ihre Gören, ihre Reptogören vor, um die Kindermassen aufzuhetzen, die Jugendlichen aufzuhetzen, damit die auf die Straße gehen und die Alten blockieren, dass es Streit gibt am Mittagstisch, dass das Kind schreit, du mit deinem blöden SUV, du machst das Klima kaputt. Also die versuchen im Prinzip jetzt die Spaltung voranzutreiben. Das heißt, die Menschheit wird jetzt auf allen Ebenen gespaltet. Es wird jeder gegen jeden aufgehetzt. Mhm. Kinder gegen Alte und so weiter. Fahrradfahrer gegen SUV-Fahrer und so weiter. Der Mensch, die Pflanzen, die Tiere brauchen CO2 zum Leben. Das heißt, wenn wir kein CO2 mehr hätten, würden wir keine Luft mehr kriegen, wir würden aussterben. Wir brauchen das CO2. Das heißt, wenn die Kinder demonstrieren gegen CO2, demonstrieren sie gegen das Leben. Das heißt, sie wollen sterben. Weil nur die Reptos können ohne CO2 leben. Das heißt, die Reptos bauen sich gerade ihre eigene Welt auf, in der sie CO2 und uns Menschen nicht mehr wollen und nicht mehr brauchen. Sie wollen uns auslöschen. Das ist Fakt. Sie wollen einen Krieg anzetteln und den haben sie schon angezettelt, der ist nicht mehr aufhaltbar. Das heißt, die Dummheit der Menschen da draußen, die nicht nachschauen können, was CO2 ist, die keine Ahnung vom Klima haben, die blind drauf loslaufen, weil sie denken, sie machen was Gutes in ihrer Naivität, die sorgt dafür, dass das Chaos auf der Welt bis zum Exitus vorangetrieben wird. Jetzt ist nicht mehr aufhaltbar und diese Spaltungen werden jetzt vorangetrieben, auch in der alternativen Szene. Es gibt ja auch viele alternative Menschen, die sich gesund ernähren, die teilweise spirituell sind, die jetzt
getrennt werden voneinander, weil der eine sagt, ich muss das Klima retten und geht auf die Straße und der andere Alternative sagt, du bist doch blöd, es gibt doch gar keine Klimaerwärmung, es gibt keine, das ist eine Klimalüge, ach, sei doch ruhig. Und dann heißt, die sorgen hier für Spaltung und für Trennung auf allen Ebenen. Und das haben sie geschickt eingefädelt, weil sie wollten ja lange Zeit Russland als Gegner aufbauen und dann China. Sie brauchen einen Gegner, damit es Krieg gibt zwischen USA und Russland, zwischen USA und China und zwischen dem und dem. Einen dritten Weltkrieg. Das hat nicht funktioniert, weil Putin und Trump da nicht mitspielen. Jetzt brauchen sie quasi einen gemeinsamen Feind. Und der gemeinsame Feind, der die ganze Welt betrifft, ist das Wetter, das Klima. Und somit benutzen sie die Unwissenheit der Menschen, weil die meisten Menschen wissen das ja nicht, weil sie nicht googeln können, weil sie zu faul sind und weil sie einfach nur demonstrieren wollen. Die wollen auf die Straße, die Kinder. Das macht halt Spaß. Party, ich bin in einer Gruppe dabei. Ach, gegen was genau demonstrieren wir nochmal? Ah, super, Klima, Klima. Das ist denn das scheißegal, um was es geht. Entschuldigung, wenn ich so brutal schwätze. Aber das nervt brutal. Das geht einem sowas von auf den Senkel. Und diese Unwissenheit, weil es wäre so einfach nachzuprüfen, dass das alles Lügen sind. So einfach nachzuprüfen. Und was der nächste Schritt sein wird, ist nach der Spaltung. Und es werden dann Unwetter fabriziert durch die HARP und durch die Chemtrails. Die Chemtrails und HARP zusammen korrelieren, auch mit den Funkmasten. Und die können dann mehr oder weniger die Energie negativ aufladen in der Atmosphäre und können quasi dann punktgenau dafür sorgen, dass es Stürme gibt, Tornados gibt, dort. Mhm. Die können für Erdrutsche sorgen, für Erdbeben. Die können das Wetter durch Chemtrails und HARP zusammen manipulieren. Und dann verkaufen sie es wieder als Klimaerwärmung, als Folgeschäden der Klimaerwärmung und werden die Leute noch mehr aufwiegeln. Und das Endeffekt wird sein, dass die Leute dann doppelt so viel Steuern bezahlen, um das Klima zu schützen und kein Geld mehr in der Tasche haben und ihre Autos daheim stehen lassen müssen, weil sie wollen uns alles wegnehmen, alle Rechte wegnehmen. Sie wollen uns klein halten. Wir dürfen dann nur noch immer 20.000 Euro Elektroauto fahren und nur noch maximal einmal in der Woche oder zweimal in der Woche zum Einkaufen und nur innerhalb der Stadt und so weiter. Das heißt, sie wollen unsere Bewegungsfreiheit einschränken, sie wollen unseren Geldbeutel einschränken. Das ist der Hintergrund. Weil was soll das bringen, wenn die Politiker ein Klimaschutzpaket bringen? Erstens ist das ja ein Widerspruch in sich. Man kann das Klima nicht schützen. Und zweitens wird es durch höhere Steuern sicher nicht geschützt, das Klima. Kein Geld der Welt kann ein Klima aufhalten, das nicht aufzuhalten ist und auch nicht aufhaltbar sein muss. Weil warum soll ich ein Klima aufhalten? Es ist doch gar keine Gefahr. Es ist überhaupt keine Gefahr. Das wird künstlich hochgepusht. Es wird ein Problem geschaffen. Und sie bieten gleichzeitig die Lösung an für ein Problem, das sie selber geschaffen haben, das gar nicht existiert. Und die Menschheit wird total verarscht. Die werden verhöhnt schon. Die Menschheit wird ja schon verhöhnt. Das ist ja für einen intelligenten Verstand eine Beleidigung, was die Politiker mit uns machen. Also alleine schon, wenn ich das Wort Klimaschutzpaket höre, gehört dem Politiker links und rechts am Backen nachschlagen. Das ist ja eine Unverschämtheit, wie blöd die Menschen halten. Und sie haben sogar recht. Das ist das große Problem an der Sache, weil die Menschheit wirklich blöd ist. Weil ein intelligenter Mensch durchschaut das sofort. Ja, exponiert die Meinung von dir da auseinander. Ja. Damit im Zusammenhang vielleicht wirklich noch die Frage, wie ist es möglich, dass so viele Menschen so manipulierbar sind? Und warum durchschauen sie die verwendeten Lügengebilde der Mainstream-Medien und der Politiker nicht? Das hängt gerade mit dem anderen zusammen. Gut, dass ich schon angesprochen habe. Das liegt daran, dass die Menschen zum einen dumm sind. Sorry, wenn ich so hart rede. Ich muss es ja sagen, viele Menschen sind dumm. Weil wären sie intelligent und schlau, würden sie es ja durchschauen. Das ist schon mal das eine. Weil mit mir kann man es ja auch nicht machen. Ich durchschaue es ja auch. Weil ich kann es ja nachprüfen, ich kenne ja die Wahrheit.
Und jeder Mensch, der sich die Mühe macht, das nachzuprüfen im Internet oder wissenschaftlich, wird drauf auf die gleiche Meinung kommen. Der zweite Punkt ist, dass die Menschen manipuliert werden durch Strahlen. Das heißt, Menschen, die eine schwache Seele haben oder gar keine Seele, sind manipulierbar durch Besetzungen und durch Strahlen. Deswegen gibt's ja die ganzen Funkmasten überall, weil die öffnen die Hirnblutschranke im Gehirn, die laufen auf der Frequenz der Gehirne. Und die Menschen, die keinen Schutz durch ihre Seele haben, durch die Energie ihrer Seele, sind offen angreifbar durch die Strahlen. Das heißt, die Strahlen gehen ins Gehirn rein und dann sitzt irgendwo am großen Computer sitzt einer oder mehrere und geben dann die Gedanken ein, die Gefühle ein, über die Frequenzen, über die Steckdosen, über die LED-Lampen. Das läuft auf dieser elektronischen Ebene. Das Ganze gibt es auch auf der geistigen Ebene, über Besetzungen von Archonten und Reptiloiden, die die Gedanken manipulieren der Menschen. Und ein Mensch ohne Seele hat keinen Schutz. Und ein Mensch mit einer schwachen Seele hat nur einen schwachen Schutz. Mhm. Und so weiter. Deswegen ist auch das Bestreben der Dunkelheit, den Menschen die Seele zu nehmen, damit sie leichter an sie rankommen. Und die Seele nehmen sie am besten, indem sie die Menschen plagen durch Lärm, durch Gestank und durch Tabletten, durch Alkohol, durch Rauch und so weiter manipulieren in der Schwingung. Und wenn die Menschen in der Schwingung nach unten sinken, sind sie durch die Frequenzen angreifbar. Das heißt, die Frequenzen gehen dann ins Gehirn rein und manipulieren das Gehirn. Das sind Zombies und Roboter. Und das ist leider die Masse da draußen. Die glauben alles, was von ihnen auftischt. Alles. Und da hast du keine Chance. Das sind Blockaden höchsten Ranges. Teilweise sind sie auch göttlich gewollt und von ihnen selber gewollt. Weil sie wollen diese Erfahrungen machen, damit sie aufwachen können. Und sie müssen sie dann auch machen. Ein ganz anderes Thema. Sananda, du kannst Vermisste ausfindig machen, ob Mensch oder Tier. Du hast unter anderem nachweislich Katzen gefunden, die vermisst waren. Hast zum Beispiel eine Katze, die in einem Schopf in Italien eingesperrt war, aus der Ferne geortet und dadurch dann befreit. Und kannst eben Tiere und Menschen oder sogar Gegenstände finden. Wie machst du das? Das würde uns interessieren. Ja, an den Fall erinnere ich mich an die Dame, die war so verzweifelt und hat ihre Katze 2 Wochen gesucht und nicht mehr gefunden. Und ich habe das dann kostenlos und umsonst für sie geregelt. Und sie musste mir eine Karte schicken, eine vergrößerte Karte von ihrem, wo sie wohnt. Ich weiß nicht mehr, 10, 20 Kilometer, habe ich gesagt, will ich wissen. Und dann habe ich mir das angeschaut auf der Karte und habe dann den Punkt gefunden, wie, das ist natürlich mein Geheimnis, dass ich gewisse Fähigkeiten habe, ist offensichtlich, weil ich habe denen dann gemeldet, dass sie im Umkreis von 150 Meter, glaube ich, war es, in einem Schopf eingesperrt ist und nicht mehr rauskommt. Sie hätte ja auch tot sein können, überfahren sein können, oder ausgewandert sein oder sonst was. Also es war jetzt kein Glückstreffer oder so, sondern ich habe genau gesagt, sie ist in einem Schopf im Umkreis von 150 Meter in der und der Gegend. Und da war sie denn auch. Und da war die Freude groß. Und sie war dort eingesperrt, ja, und die Freude war sehr groß. Das Problem ist natürlich, viele Anfragen bekomme ich, ich kann das aber zeitlich nicht machen. Jeder entlaufene Hund und jede entlaufene Katze zu finden, das ist ein Riesenaufwand. Ich habe das 2 Stunden habe ich gebraucht und einige E-Mails, also es kostet mich viel Zeit und hat mich aber dann trotzdem gefreut, hat so sein sollen in dem Moment. Noch schön, ja. Eine ja, große Frage, wenn man es so nennen will, Sananda, wohin gehen wir, wenn wir sterben? Gibt es da verschiedene Möglichkeiten und haben wir oder unser Bewusstsein Einfluss darauf, wohin wir gehen nach dem sogenannten Tod? Oder haben da möglicherweise auch die dunklen Kräfte einen Einfluss darauf? Natürlich haben die einen Einfluss darauf. Die machen alles, was möglich ist, in ihren Kräften steht, um uns unten zu halten. Wenn der Mensch stirbt und seinen Körper verlässt, dann kommt er in eine für seinen Bewusstseinszustand angemessene Sphäre. Also hängt es an seinem Bewusstsein, wo er hinkommt.
Und die Dunklen versuchen natürlich, das Bewusstsein unten zu halten, was ihnen auch sehr gut gelingt bei den meisten. Deswegen kommen jetzt auch viele niedere Bewusstseine aus Afrika und Arabien und so weiter nach Europa, weil die das Gesamtbewusstsein nach unten drücken. Das ist ja der energetische Hintergrund. Und weil es ist so, dass niedere Bewusstseine in der Regel von, oder anders gesagt, dass hohe Bewusstseine in der Regel von niederem Bewusstsein nach unten gezogen werden. Und wenn wir den Körper verlassen und nicht aufgewacht sind und nicht wissen, wer wir sind und woher wir kommen und wohin wir gehen, also quasi im Nebel rumlaufen, dann gehen wir in diese Sphäre der geistigen Ebenen, wo wir in der Astralebene, wo wir dann das erleben, nachdem wir gelebt haben, in der Verstärkung nochmal erleben, noch eindringlicher erleben. Das heißt, bösartige Menschen, die andere geplagt haben, kommen in Ebenen der geistigen Sphäre, wo dann noch bösartigere Plagegeister auf sie schon warten. Und die werden dann dort von denen geplagt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Jetzt nicht so wie in der Hölle, Verdammnis und so weiter, sondern sie erleben einfach ihre Spiegelung ihres Verhaltens. Sie erleben ihre Welt, die sie sich selbst in Gedanken geschaffen haben, dort nochmal. Die Welt ist für diejenigen aber real. Das heißt, dieser Stuhl, den ich jetzt hier greife, genauso erleben die auch dort einen Stuhl. Es ist nur für uns Menschen, die wir in der Materie leben, nicht greifbar. Ja. Für jemand, der jetzt als Geistwesen in dieser Sphäre lebt, er erlebt dann quasi eine andere Art von Materie, die für ihn aber ergreifbar ist. Der kann auch Schmerzen empfinden und durchlebt quasi immer wieder Situationen, die ihn auf den richtigen Weg führen sollen. Das Ziel des Ganzen ist jetzt nicht die Bestrafung, so wie es die katholische Kirche propagiert, und die ewige Verdammnis, sondern das Ziel ist immer, dass das Geistwesen zurückfindet auf seinen Weg. Man kann das im Leben machen als Mensch, nämlich das Ziel des Erwachens. Oder wenn man das nicht schafft, dann hat man auch die Möglichkeit, das in der geistigen Welt zu machen. Nur da dauert es viel länger, ist viel anstrengender. Es kann also sein, dass er da mal 500 Jahre schon weg vom Fenster ist, bis er nur eine Situation kapiert hat, weil er es zu Lebzeiten nicht kapiert hat. Die Menschen haben Blockaden durch Besetzungen, die sie mitnehmen nach dem Tod. Wenn jemand besetzt ist von einem Dämon oder von einer erdgebundenen Seele, nimmt er das mit in den Tod. Und das hält ihn dann unten in der Schwingung und drückt ihn an die dementsprechende untere, niedere Sphäre, wo er dann quasi seine Zeit verbringt als Geistwesen. Deswegen ist es für die Menschen wichtig, zu Lebzeiten zu erwachen und zu Lebzeiten alle ihre Fehler wettzumachen, quasi Wiedergutmachung zu betreiben an allen Menschen und Tieren, denen sie Schlechtes angetan haben. Es ist ganz wichtig, dass man das zu Lebzeiten noch macht, dass man lernt zu vergeben und zu verzeihen und dass man den Kontakt sucht zu denjenigen, denen man vielleicht in seinem Leben schon Böses angetan hat. Weil ansonsten nimmt man diese Energien mit in das nächste, in die nächste Sphäre und dann auch ins nächste Leben. Und dann kann es halt sein, dass man dann irgendwann in Zimbabwe unter der Brücke aufwacht mit diesen ganzen vielen Besetzungen und den ganzen negativen Energien, die negativen Atome, die einen begleiten. Und dann muss er die wieder abbauen, nach und nach von Leben zu Leben. Deswegen, wer die Chance jetzt hat, aufräumen, in jetzigem Leben aufräumen. Es ist nicht wichtig, Karriere zu machen in diesem Leben. Wir leben in der Endzeit. Es wird so oder so zu Ende gehen. Und wichtig ist, dass jeder jetzt noch die Chance bekommt, Wiedergutmachung zu betreiben und zu erkennen, wer er ist und was er hier soll. Und dafür bin ich ja auch unter anderem auch da, den Leuten da dabei zu helfen. Okay. Sananda, wie sieht nun unsere Zukunft tatsächlich aus? Und was wird in den nächsten 5, 10 und 20 Jahren hier auf der Erde passieren? Und kannst und willst du uns etwas dazu sagen? Und wichtig die Frage, kann der Mensch Einfluss nehmen darauf und auf sein Schicksal und die Zukunft umzugestalten? Und vielleicht noch
Eine Zusatzfrage. Steht unsere Zukunft als Menschen fest oder doch nicht? Du kannst in die Zukunft reisen. Und was hast du da gesehen? Und ja, das würde mich interessieren, was du uns dazu sagen kannst. Nur Schönes habe ich gesehen. Klingt gut. Die Zukunft ist gewaltig. Und was auf uns zukommt, ist wunderschön. Eine Welt in Frieden und Harmonie, ohne böse Wesen, nur mit Glückseligkeit und Freude, mit allen Tieren, die wir je hatten in unserem Leben, mit allen Menschen, die wir geliebt haben und die uns geliebt haben, werden wir wieder sehen. Mhm. Leider nicht alle Menschen werden das so erleben, aber nur die allerwenigsten. Das ist der Haken an der Geschichte. Es wird ein kleiner Teil der Menschheit aufsteigen, ein ganz kleiner Teil, in ein sogenanntes goldenes Zeitalter. Das wird kommen. Das wird nicht mehr auf dieser harten Materieebene geschehen. Es wird etwas feinstofflicher werden, weil zur Materie gehört ja auch das Dunkle. Und so gesehen wäre dann wieder die Dunkelheit notwendig, aber die wird es dann nicht mehr geben. Also alle, die aufsteigen, werden in einer wunderschönen Welt leben, in der sie alle ihre Wünsche ausleben können, die sie sich je vorgestellt haben. Jeder Traum, jeder positive Traum, den sie hatten, werden sie dort erleben. Und bis es soweit ist, wird noch eine harte Zeit und eine große Prüfung auf die Menschheit zukommen. Ich muss aber noch hinzufügen, dass letztendlich jeder Mensch das irgendwann erleben wird. Mhm. Also es gibt hier nicht eine Art privilegierte Menschheit, sondern jeder Mensch wird irgendwann diese Glückseligkeit erleben. Jeder. Das gute Aussichten. Mhm. Es ist alles nur eine Frage der Zeit, bis sich die Menschen entwickelt haben. Die Erde ist ein Entwicklungsplanet, ein Läuterungsplanet und ein Erfahrungsplanet. Wir sind hier, um uns zu entwickeln und um uns wieder zurückzuerinnern, wer wir sind. Und alles, was uns gegeben wird, sind Geschenke, um uns das zu ermöglichen. Also selbst ein Weltkrieg ist ein Geschenk, damit wir uns wieder finden können. Und es ist, war quasi so eine Alarmglocke für die Menschen, aber die meisten haben die Alarmglocke nicht gehört und brauchten noch einen dritten Weltkrieg. Und es wird immer so sein, dass die Masse der Menschen schläft und immer wieder Wegsignale bekommt, die aber nur wenige hören, und die wenigen werden dann gehen, aufsteigen. So wird es immer sein. Es wird quasi dann zwei Welten geben. Die alte Welt, wo die Bösen sich nach wie vor hier bekriegen, und die andere Welt, die von der anderen Welt nichts mehr mitbekommt. Mhm. Wir entfliehen dann dieser Welt. Und in den nächsten Jahren wird es noch ganz happig kommen. Leider aus dem jetzigen Sichtpunkt aus gesehen. Ich kann immer nur die Zukunft beurteilen vom Stand heute. Und es ist immer noch so, dass 2036 Schluss ist. Mhm. Dort wird was Gravierendes passieren. Auch schon 33 fängt es an, bis 36. Da wird es Riesenumwälzungen geben, teilweise auch gemacht durch die Dunkelheit. Deswegen bauen die ja auch schon ihre unterirdischen Dumps, also ihre unterirdischen Städte. Es gibt über 200 Städte weltweit unterirdisch in über 15 Kilometer Tiefe, die jeweils vernetzt sind mit Hochgeschwindigkeitszügen von Südamerika bis zum Nordpol, alles vernetzt, weil dort gewisse Kreise sich Zugang geschafft haben, um sich dann, wenn der D-Day kommt, dort zurückziehen zu können. Aber sie werden die Chance gar nicht mehr haben, dorthin zu gehen. So schnell wird das alles gehen. Mhm. Weil es gibt noch eine Macht über allem, das ist die göttliche Macht, die leitet und lenkt diese Welt letztendlich und lässt die Dunkelheit nur gewähren. Die Dunkelheit erfüllt ja eine Aufgabe, auch wenn die Dunklen selber das nicht so sehen. Sie sehen ja nur sich, ihr Ego, ihre Ziele. In Wirklichkeit werden sie auch nur benutzt, sind auch nur Schachfiguren von einer noch viel größeren Macht, nämlich von der göttlichen Macht, von Gott. Gott hat die Allmacht, deswegen sagt man ja auch allmächtiger Gott. Und er entscheidet, wann er sagt, jetzt reicht's. Und der Punkt wird irgendwann bald kommen, weil die Menschen werden jetzt sowas von drangsaliert werden, versklavt werden, unterdrückt werden, angelogen werden, klein gehalten, entrechtet werden, dass es irgendwann wirklich jedem einleuchten muss, was hier läuft. Mhm. Und dann wird es zur
Implosion kommen, dann wird es zur Explosion kommen, dann wird es zum großen Final Countdown kommen, hier auf der Scheibe Erde. Und das wird dann ganz unruhig werden. Und sie sind jetzt dabei, diesen Plan zu verwirklichen, die Agenda 2030. Bis 2030 wollen sie die Menschheit komplett versklavt haben. Und das wird ihnen zum Großteil gelingen. Es werden durch diese bösartigen Energien immer mehr niedere Geister aus den untersten Astralsphären inkarnieren und Menschenhüllen übernehmen. Und es wird dann irgendwann so brutal werden auf dem Planeten, dass Gott seine Lichtheerscharen schicken wird und aufräumen lassen wird. Das wird dann der Fall sein, weil dann geht es nicht mehr weiter. Dann ist Schluss, so ähnlich wie bei Atlantis. Dann ist vorbei. Und dann wird es einen Neuanfang geben. Und so wird es sein. Sananda, gibt es einen Schutz gegen die immense Strahlungsbelastung, der wir ausgesetzt sind? Und insbesondere gegen die 5G? Und was kannst du unseren Zuschauern diesbezüglich empfehlen und raten? Der Schutz ist der Glaube an Gott. Deine Seele ist dein Schutz. Dein Geist ist dein Schutz. Es gibt nichts in der Materie, das deinem Geist schaden kann. Nichts kann deinem Geist schaden, wenn du es nicht zulässt. Also keine Strahlung der Welt kann deinem Geist irgendwas ausrichten. Ich müsste schon längst von Krebs durchlöchert sein, wie ich bestrahlt werde mit 11 Waffen und Mikrowellenwaffen. Ich müsste schon längst tot sein. Ich habe einen starken Geist, das heißt, ich lasse es gar nicht zu. Nichts kommt an meinen Geist heran. Mein Geist manifestiert meinen Schutz. Mein Glaube manifestiert meinen Schutz um mich herum. Ich habe eine goldene Lichtkugel um mich herum, da kommt nichts rein. Keine Strahlung der Welt. Die können mir vielleicht mal Kopfschmerzen machen oder dafür sorgen, dass ich nicht schlafe oder dass ich vibriere und so weiter und so fort. Man kann auch mal blaue Flecken kriegen, aber das war's dann schon. Das ist letztendlich die Angst. Die Angst, die uns lähmt und die Angst, die uns schädigt. Weil die Angst öffnet die Aura und öffnet den strahlenden Weg. Und sie arbeiten durch die Angst. Wenn die Menschen sich bewusst werden, dass sie gar nicht angreifbar sind, dass man ihnen gar nichts anhaben kann, dann wird das vorbei sein. Und das macht einen stark dann, wenn man an sich selbst... Du bist unzerstörbar. Du bist unangreifbar, du bist unzerstörbar. Du bist ewiges Leben. Wer soll dich zerstören? Ein paar Strahlen. Die letzte Frage ist einander auch eine große Frage natürlich. Was ist der Sinn des Lebens? Und warum gibt es die Menschheit überhaupt? Warum leben wir? Wer sind wir? Und warum sind wir hier? Und warum das alles? Eine große, weite Frage. Warum das alles, frage ich mich auch oft. Warum muss ich das alles mitmachen, denke ich ab und zu. Wieso habe ich mir das angetan? Manchmal ist es schon anstrengend, gebe ich offen zu. Ich denke, alleinig mit der Frage könnten wir eine neue Sendung machen. Ja. Werden wir vielleicht auch mal tun. Jeder Mensch hat eine Aufgabe hier, jeder Mensch, und zwar jeder die gleiche, nämlich zurück zu Gott zu finden. So einfach ist es. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen nicht die Erde retten. Das sagt es auch mal eine Weile. Ich muss die Welt retten und ich muss die Erde retten und so weiter. Wir sind hier, um Licht zu spenden und um anderen Menschen positives Vorbild zu sein und anderen, die noch weniger Licht haben, zu helfen, dass sie wieder den Weg zurückfinden. Die Indigos haben die Aufgabe, den Weg zu weisen. Die Dämonen haben die Aufgabe, den Weg zu blockieren. Und die Menschenmasse, um die es eigentlich geht, warum die Guten und die Schlechten hier sind, haben genau die Aufgabe, das zu erkennen. Sie müssen das erkennen. Das fängt an, indem man die Wahrheit sucht. Und dann wird man irgendwann auch den Weg zu sich selber finden und auch den Ausgang wiederfinden. Also die Lebensaufgabe ist jetzt nicht irgendwo dort und dort
Menschen zu retten und dort einen Tierhof zu retten oder so. Das kann man natürlich machen und soll man auch machen, logisch. Aber wenn man das auf einen gemeinsamen Nenner bringen will, ist die Aufgabe eines jeden Menschen, zu Gott zurückzufinden, sich zu einem göttlichen Menschen zu entwickeln, zu einem Gottmenschen zu werden, nicht zu Gott, sondern zu einem Gottmenschen zu werden, aufzusteigen, raus aus dieser Dimension, zu einem kosmischen Wesen zu werden, weil es geht ja weiter nach dem Menschsein. Die menschliche Form ist ja auch eine tierische Form. Wir sind ja auch wie Tiere, wir haben einen Penis, wir haben einen Mund, wir machen Familie, wie Tiere auch, wir essen, trinken, gehen auf Toilette, also wir sind nicht anders wie die Tiere im Prinzip, oder? Ja, na, sicher nicht. Ja. Ich denke, dass viele Tiere sogar noch besser sind wie viele Menschen, den Eindruck habe ich oft. Also es geht weiter nach dem Menschsein, das ist nur eine Stufe, die wir erreicht haben, es geht dann weiter. Ich war dort schon und bin zurückgekommen, dort wo alle nachfolgen werden. Und die Menschen müssen einfach nur deswegen leben, um das zu erkennen. Der Sinn des Lebens ist es, den Sinn des Lebens zu erkennen. Das ist die Lebensaufgabe eines jeden, zu erkennen, wer bin ich, warum bin ich hier und wohin gehe ich. Diese drei Fragen zu beantworten, das ist die Aufgabe eines jeden Menschen. Und das kann natürlich sehr lange dauern und die meisten haben zu viele Blockaden, um das in diesem Leben erreichen zu können und sollen sie auch nicht erreichen, weil sie noch nicht so weit sind vom Bewusstsein. Es ist also alles in göttlicher Ordnung. Würde man jetzt die Welt anzweifeln, wie sie ist, würde man ja an Gottes Allmacht zweifeln, dann würde man ja Gott für einen Idioten halten, der Fehler macht. Gott macht aber keine Fehler. Alles, was passiert, dient letztendlich der Entwicklung der Menschen zu dem, was sie bezweckt sind, nämlich dass sie ein Gottmensch werden. Dafür dient diese Entwicklung und das ist alles zu unserem Wohl, auch wenn es sich sehr unglaubhaft anhört, es ist alles zu unserem Wohl, was hier auf dieser Erde passiert. Es dient alles nur für uns und ist alles nur von Gott für uns in Liebe vorbereitet, damit wir erkennen können. Nur deswegen passiert alles. Schönes Schlusswort quasi. Ja, es war eine Freude, wie immer, dich bei uns als Gast zu haben, Sananda. Ich darf mich im Namen der Zuseher ganz herzlich bei dir für dein Kommen und für deine Ausführungen bedanken. Und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit dir. Dankeschön, Sananda. Hat mich gefreut. Merci. Danke.